Hier ist wieder die Anemone von Lächeln aus Papier. Das Thema des 26. Super Samstag Video Hops heißt Ordnung muss sein. Gemeint ist dann natürlich die Ordnung auf dem Basteltisch. Wenn ich was ausdüffle oder ausprobiere, sieht das natürlich auch immer chaotisch aus. Es wird alles rausgezogen, alles wird gebraucht, Stempel und Papier liegen kreuz und quer auf dem Schreibtisch. Das ist halt so und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es euch genauso geht. Wenn das Projekt dann steht, sieht es natürlich anders aus. Dann wird der Tisch auch wieder überschaubar. Was ich aber immer brauche, ist ein Tischmülleimer, also ein kleiner Behälter, in dem ich meine Papierschnipselreste unterbringe. Mein erster Gedanke war eigentlich einen Tischmülleimer zu basteln, der umweltfreundlich ist und auch ein Trennsystem hat, also Plastik und Papier oder ja, was weiß ich. Aber natürlich das Problem, der Platz auf dem Basteltisch. Also habe ich hin und her überlegt, was ich mache und denke, man soll da, wo man auch viel Zeit verbringt, es sich natürlich auch schön und gemütlich machen. Also ist das Ergebnis meiner Gedanken ein dekorativer Tischmülleimer geworden. Aber ein bisschen Recycling ist trotzdem dabei. Ich zeige ihn euch mal. Und zwar ist das ein Vogelhäuschen. Und die Basis des Vogelhäuschen, und ich glaube, das hat jeder Bastler auf dem Tisch oder zu Hause, ist so ein, seht ihr, den habe ich schon benutzt, ist so eine Verpackung von diesen Schokowürfeln. Und darum habe ich praktisch einen Tischmülleimer gebaut. Der Eingriff, wo man das Papier reinwerfen kann, ist auch ausreichend. Ja, und es kam dann bei mir auch endlich mal das Set Birds and Branches zum Einsatz. Okay, also, wenn ihr wissen möchtet, wie ich diesen Tischmülleimer gebastelt habe, dann bleibt dran. Bis gleich! Hier habe ich jetzt noch mal eine andere Variante. Da habe ich mit dem Designpapier mit den Löwenzahnen gearbeitet und habe die Vögel farblich an dieses Designpapier angepasst. Ja, was wir brauchen, ist einen Bogen Designpapier und einen Bogen Cardstock. Ich nehme wieder Flüsterweiß. Dieses Flüsterweiß, der Bogen, der reicht auch. Wobei, hier habe ich oben nochmal für das Dach nochmal einen anderen Bogen genommen. Es ist ein bisschen stabiler. Bei dem mit dem einfachen Cardstock ist es doch ein bisschen weich und gibt nach. Also eigentlich wäre besser diese doppelte Variante. Wobei man ja auch nicht diesen Hammerschlag, diesen prägevollen Hammerschlag verwenden kann, sondern auch Struktur, was natürlich auch geht. Mal sehen, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das Dach mit dem auf dem Vogelhäuschen mache, was wir heute basteln. Also das wäre das Material. Schneidebrett, das ist diesmal ganz wichtig. Hier habe ich schon mal ein paar Vögelchen ausgestanzt und koloriert und die Äste und Zweige und das Nest und die Eier. Und ja, Kleber braucht man, Lineal auf alle Fälle. Am besten auch ein Geodreieck, Bleistift und dann können wir loslegen. Bis gleich. Diese Stücke 15 x 20 cm lege ich an der langen Seite an bei 9,2.
und bei 18,4. Dann drehe ich und da, das wird dann die Klebelasche, wo die Klebelasche ist, auf der Seite lege ich an bei 5,5 und falze bis zur zweiten Falzlinie. Und markiere mir hier auf der anderen Seite auch in der Höhe nochmal nur ein kleines Stück mit der Falzklinge. Das sieht dann so aus. Ich habe jetzt hier den Bogen Cardstock 30,5 x 30,5. Den schneide ich mir bei 20 cm ab und teile dieses Stück einmal in 15 und nochmal in 15. Das gibt dann ringsherum die Wände von dem Vogelhaus. Und hier habe ich jetzt noch einen Reststreifen, der ist 10,5 cm breit. Da schneide ich mir ein Stück von 18 cm ab und kann dieses gleich falzen bei 9 cm an der langen Seite. Für die Spitze vom Dach markiere ich mir oben nur ein ganz kleines Stück bei 4,6 und dann ich mache das jetzt bei beiden Teilen und dann kann das Falzbrett auch schon weg. Ja, ich habe jetzt hier mal die Falzlinien mit Bleistift leicht markiert, damit ihr das sehen könnt, weil auf dem weißen Papier sieht man es doch relativ schlecht. Also das wäre dann so ein Seitenteil. Das Teil bleibt auch stehen, da wird das Dach drauf befestigt. Und hier sind die Falzlinien für das Dach. Ich habe jetzt bei dem zweiten Teil das schon mal fertig gemacht und habe hier von dieser Falzlinie 1 cm mit dem Geodreieck abgemessen und auch eine Linie eingezeichnet, dann abgeschnitten. Das wird praktisch dann der Aufleger fürs Dach. Hier wird bis zu dieser Kante geschnitten. Das kann man jetzt auch schon falzen, wenn man möchte. So, und hier habe ich noch gar nicht gefalzt bei den Linien. Das mache ich jetzt noch. Das mache ich dann auch gerade fertig. Das wäre jetzt das Grundgerüst für unser Vogelhäuschen und dann geht es gleich an die Deko. Also so sehen jetzt beide Teile aus. Also hier die Auflage dann später fürs Dach. Und Vorderteil, Seitenteil, Vorderteil, Seitenteil. Also beide Teile gleich. Die Deko wäre ein Streifen von 8,7. Und davon 2×14. Das wäre für Vorder- und Rückenteil. Für die Seitenteile auch 8,7. Und da brauchen wir jeweils nur 9 cm. Ja, die Designerpapiere werden jetzt praktisch aufgeklebt, die kleinen Stücken auf die Seitenwände. Und bei den großen Teilen
wird in der Mitte bei 4,35 eine Markierung gemacht und hier an den Seiten bei jeweils 5. Die Ecken werden abgeschnitten. Und können dann hier so aufgeklebt werden. Das machen wir jetzt mal. Das wird jetzt hier ein ganz dezentes Vogelhäuschen. Von der Farbgebung her. Ja, und bevor wir jetzt die Teile zusammenkleben, müssen wir noch das Loch für den Eingriff anbringen. Dazu habe ich von dem Stickmuster den großen Kreis genommen und habe den doch relativ weit oben platziert. Also ich habe vorhin mal geguckt, zu circa 3,5 cm. Der Kreis hat einen Durchmesser von ungefähr 7 cm, falls er diese Fremlitz nicht habt. Aber kann man ja theoretisch auch mit der Hand ausschneiden. Also ich würde das jetzt mal ausstanzen und bin gleich wieder da. Ich habe das Loch jetzt ausgestanzt. Und weil ich einmal an der Big Shot war, habe ich gleich nochmal mich um das Dach gekümmert. Ich habe jetzt hier, hatte hier auf dem weißen Papier mal nur diesen Struktureffekt geprägt. Aber das reicht mir nicht, war eigentlich auch ein bisschen zu unscheinbar. Deswegen habe ich nochmal ein Stück passend zu diesem Rokoko Rosa in den Maßen 10,5 x 18 ausgeschnitten und mit dieser Holzstruktur geprägt. Also tiefen Prägeformholzdielen. Jetzt können wir das Haus zusammenkleben. Jetzt mache ich erstmal die Seitenteile. Ach so, ja. Jetzt mal ein bisschen blöd. Jetzt würde ich hier mal noch das Stück hier oben kürzen, weil das sonst in diesen Ausschnitt reinreicht. Also das bitte gleich machen. Dann brauchen wir da nicht noch mal umzuschnippeln. Okay. Jetzt wird eigentlich alles nur mit Kleber, diesmal halt nicht bis ganz hoch, eingestrichen und die Teile hier an der Seite festgeklebt.
Dann haben wir jetzt schon mal die Form von unserem Haus. Und jetzt klebe ich dann trotzdem dieses Stück Weiß noch drunter, wegen der Stabilität. Ich habe es dann so gemacht, dass ich das Dach hinten habe gerade abschließen lassen. Und dieser Vorsprung dann vorn war, wobei man das ja natürlich auch mittig machen kann. Das kann sich ja jeder überlegen, wer es gern hätte. Also kommt ja auch Kleber drauf. Und ich lasse es wieder hinten gerade, ups, gerade abschließen. Und habe vorne den kleinen Vorsprung. Ja, und jetzt kommt mein Dach noch da oben drauf. So, jetzt die falsche Seite, aber okay. Das setze ich jetzt passend drauf. Ja, jetzt haben wir unser Grundvogelhäuschen fertig. Jetzt können wir mal schauen, ob es auf die Box passt. Passt genau. Ich hatte am Anfang hier, hatte ich noch so einen kleinen Eingriff, wo man die Box rausziehen kann. Aber das habe ich dann jetzt hier nicht mehr gemacht, weil man kommt ja gut von innen dran. Gut, und dann kümmern wir uns gleich mal um die Deko. Ja, ich habe jetzt meine Vögelchen schon mal so ungefähr platziert, wie ich sie haben möchte. Hab die hier schon mal ins Nest geklebt. Jetzt klebe ich mal den Ast auf. Der kann ruhig ein bisschen so hoch gehen. Sollte halt nicht unbedingt so weit in das Loch reinragen, weil man das den Platz hier braucht, um dann den Tischmüll oder das Papier zu entsorgen. Kleine hierhin. Und dann habe ich hier oben noch das Herzchen. Okay. Ihr habt jetzt drei Varianten meines Vogelhäuschens, alle in anderen Farben gestaltet. Und ich denke mal, es wird euch helfen, Ordnung auf dem Basteltisch zu halten, weil das Papier hat dann seinen Platz und es sieht jetzt auch noch schön aus. Und im Moment passt es ja dann auch zur Jahreszeit. Es ist Frühling und ja, die Vögelchen sitzen in ihrem Nest und legen ihre Eierchen. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende
Und ich würde mich freuen, wenn euch mein Video wieder gefallen hat und mir einen Daumen nach oben gebt. Und natürlich dürft ihr auch gerne die Glocke aktivieren, denn dann bekommt ihr auch immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und das wird bald sein. Also, ich freue mich auf euch. Tschüss!